Nein, liebe Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal, beziehungsweise unserem Kanal, denn ich bin natürlich nicht alleine hier. Nein, mein lieber geschätzter, guter Kollege, der liebe Rosenberg TCG ist mit am Start. Nein, liebe Leute, moin ja, moin. Und wir haben natürlich heute wieder wie jedes Mal was ganz Besonderes vorbereitet. Oh ja. Und zwar, wie ihr vielleicht hier schon an den kleinen Gott seht, God of Cards, wir haben uns wieder was bestellt. Eher ein Jesus, aber ja. Ja, gut, es... Vielleicht ist es sogar die Pointe mit diesem Symbol. Das kann natürlich sein. Ne? Es ist der King. Es ist der King. So, wir haben vielleicht beim letzten Mal schon mal angekündigt, ich hatte Bock. Ich hatte richtig Bock. Auf was denn? Auf was denn ist die Frage? Oh, kleiner Spoiler. Ah. Ne, wir machen es natürlich jetzt einmal auf. Ja, ja. Und wir hoffen heute auf was Schönes. Wir haben auch noch ein kleines Extra da mit drin. Nichts Besonderes jetzt unbedingt, ne? Also ist jetzt kein Booster für 1 Million Euro. Falls ihr es auch auf dem anderen Video gesehen habt, das war ja Special. Und zwar geht's hier, ihr seht schon direkt. Dreht's mal einmal um, Digga. Hier, bam, bam. Ja, richtig. Komm, wir holen's mal raus, ne? Cosmetic Godbox. Einmal natürlich hier die Box. Holy ich pack shit. Die aber kurz beiseite. Ja. Denn wir haben noch ein paar kleine, süße Goodies. Und Gummibärchen, die gönnen mir. Gummibärchen haben wir natürlich auch noch. Goldbeeren sogar, geil. Also, wir haben hier einmal... Synchro Storm. Wow, das ist natürlich der größte Hit. Guck mal, das war mal Gummibärste. Ich hätte nur einen bekommen damals. Ja, das ist doch geil. Und hier ist auch noch irgendwie... Kann man einen Sticker, kann man irgendwie draußen an eine Straßenlaterne kleben. Ja. Ne, dann sieht die Stadt auch schön bunt aus. So, also, wir haben jetzt einmal hier die drei. Ja. Kann man natürlich gucken. Du kannst mir sagen, was ich aufmachen kann, darf, soll. Oh, also ich hätte Bock auf das. Ja, dann mach ich beide auf hier. Wie beim letzten Mal, du hast auch beide von mir aufgemacht. Genau. Du fängst an? Das Dark Beginning 2. Ich fange erstmal mit dem besten Set des Jahres an, von damals. Das Synchro Storm. Und wenn wir eine Blumenbarone ziehen, Bruder. Dann dreh ich durch. Dann drehst du durch. Also wir haben, witziger Fakt, wir haben letztes nachgeguckt. Das Set Synchro Storm ist ein komplettes Display bei 22 Euro. Stimmt, ja. Und die Barone ist auch günstiger geworden, ne? Ja, und die Blumenbarone, das ist alles billiger geworden. Aufgrund von dem Set, was jetzt auch sehr bald oder schon rausgekommen ist, in dem Falle, ist jetzt vorproduziert. Genau, das ist schon draußen. Also wenn das Video rauskommt, ist es schon ein bisschen länger draußen. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das ein bisschen näher mache hier. Weil es ist schon recht weit weg, merke ich. Ja. Ja, so reicht, so reicht. So ist gut. So, fangen wir an mit der ersten Karte aus diesem Opening quasi. Oh ja, die ist toll. Geschwindigkeitsroid, Rotaugenwürfel. Ja, Synchro Storm, immer auf, ein Banger. Auf Red Eyes angelehnt. Geschwindigkeitsroid, Daiko Duke. Alles klar. Cooles Monster an sich. Der sieht cool aus. Ja. Sternshop-Krieger, obwohl den habe ich auch, glaube ich, gezogen. Kann das sein? Ich weiß, es ist scheißegal. Scheißegal. In den Sets sieht man alles tausendmal. Das ist ein Müllset. Oh, Sternshop-Krieger, Sturmkrieger. Guck mal, das ist so die Vordeckung wahrscheinlich. Oh. Und? Nee. Eine Pfeile. Das kann nur böse. Ja, Trash. Ja. Dürrieder Vogel, Phantom, Feder. Denkt damit, davon haben wir schon 1000 Grad. Kannst du behalten, den Scheiß. Ja, mach ich auch. Dann ist jetzt mal die Schere angesagt. Bei diesen OCG-Produkten nehmen wir halt lieber die Schere, weil ist nicht so einfach zu öffnen. Weißt du auch gar nicht, was da drin ist? Oldschool-Karten. Du gut. Siehst Gaia, der Blade Knight und der kritische Wächter. 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 Wächter, Bruder aus Frankfurt. Und ja. Wir hoffen natürlich, dass was Schnelles drin ist. Ich glaube, die hieß Muka Muka oder so. Flipmonster. Ich kenne die auch auf jeden Fall, Die kennst du safe. So wie auch den, das sind eigentlich OG-Monster. Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Nee, sagt mir zumindest gerade nichts. Schande über mein Haupt. Den kenne ich auch. Ich kenne eigentlich alle, fast alle Oldschool-Karten. Die habe ich alle gespielt. Cooles Monster, weiß aber gerade den Namen nicht. Oh, die ist schön. Die ist noch knalliger, die Farben, ne? Kann das sein? Ja, das aber beim einen oder anderen auch so, ne? Bei dem Grand Mole, den ich da gezogen habe. Ja, der war auch cooler. War auch recht hell, genau. Dann zerquetschte Seele, will ich es mal so benennen. Quetsch. Können wir gerne mal, oder ihr könnt uns ja gerne mal reinschreiben, wie die alle heißen, so, ne? Und, Fusionskarte. Oh, die ist geil. Geil. Das ist eine sehr starke Karte sogar. Die erlaubt es dir, keine Monster zu beschwören. Sleeve mal ein, die ist hübsch. Direkt, die ist richtig geil. Die habe ich auch neulich sogar hier irgendwo gesehen, hier liegen rumsehen. Also ein Hit? Also ich kann mal schnell hier gucken. Ich meine, ich habe die auch hier irgendwo liegen. Aber in der Zeit kann man Bruno einmal... Genau, wir wollen ja auch nichts künstlich in die Länge ziehen. Richtig. Das ist nicht unsere Absicht. Nee, nee. Ich schieb die einmal kurz nach oben. Ja, so, ich habe natürlich jetzt auch nochmal die schöne Rarity Collection. Boah, das ist wieder das Set des Jahres, also ja, schon des Jahres, Digga. Auch wenn das Jahr dann fast vorbei ist. Hier, den hier. Ah, guck mal. Guck mal. Warte mal, wir brauchen ein bisschen dran, da, ja. Und zwar besagt die Karte und die ist echt OP, Leute.
Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, Doppelpunkt, zerstöre alle anderen Monster, die du kontrollierst. Kein Spieler kann Monster beschwören. Das kann halt echt eklig kommen, ne? Aber gut, so viel dazu. So. Kommen wir jetzt mal zum Crème de la Crème. Oh, hübsch. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, mittig. Nice. Ja, einen Ticken höher vielleicht, dann ist perfekt, ja. Meine Ja, Lieblingskarte, Überläuferin. geil. Oh mein Gott, ich liebe die Karte. Holy shit. Und Aramex, geile Karte. Leider nichts Special-mäßiges, aber ganz Aber ehrlich, die ist hübsch. Auf die freue ich mich die richtig. ist halt Highlight, ne? Würde ich sagen. Die ist auch gut, die ist auch sehr spielstark. Ja, aber die ist für die Collection. Komm, die ziehen wir auch fest, ziehen wir Ja, die. die beiden. Ja, ich kann auch alle eins Ja, nehmen. mach alle, sind ja nicht viele. Eben. So, magst du das einmal? Dann kann ich schon mal die Godbox machen. Ja, klar. Guck, schieben wir mal kurz beiseite. Warte Weil wir mal. wollen ja auch nichts. Ganz kurz nochmal hier. Oh, was für ein Ne? Secret-Effekt. Das kriegen wir jetzt auch, Aber oder sind haben wir wir schon? ehrlich, alles, was wir jetzt davor geöffnet haben, ist ein Scheiß im Gegensatz zu dem. Ja. So, ich mach mal langsam das Ceiling auf. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben ja schon, wie gesagt, eine Box schon geöffnet in dem Silvester-Special. Ja. Deswegen kaut da, wenn ihr hier fertig seid, nochmal da rein und guckt So, da mal rein, was wir wir werden gefunden gleich schon haben. sehen, Stimmt, es was wir gibt haben. drei Obelisk, du wolltest ihn haben, Digga. Obelisk, Geil! ja. Okay. Oh mein Gott, es ist immer wieder Variation am Spiel, Alter. Sau Geil. geil. Boah, guckt euch das an. Wir haben sogar, gestern war das telefoniert. Ich glaube ja. Und da hast du gesagt, ja, ich will Obelisk unbedingt haben. Also Obelisk wäre so an sich mein Favorite. Rein vom finanziellen und von den Farben her. So, also von diesem Goldschimmer und dann. Ihr seht auch gleich warum. Die finde ich halt. Ich kann es auch hier zeigen, oder? Ja, zeig's mal. Komm mal. Also ich habe hier den guten Ra gezogen in dem vorherigen Ja. Video. Aber wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was da drin war, guckt gerne das andere Video an, wenn ihr fertig seid. Leute, es. Aber es geht jetzt gerade hier um Obelisk. Oh mein Gott! Gott. Okay, ich muss den weiter knicken. Ja, mach mal auch langsam, ne? Ja. Vorsichtig. Holy shit. Guckt euch das an und die sieht gut Setring, aus. wie ist das Links, hin? rechts ein bisschen. Ja, Vielleicht sieht rechts man so das. dicker, ne, als Nee, links. links. Ja, doch, ja, genau. Ja. Ja gut, muss man jetzt auch nicht direkt graden, aber zählt lassen erstmal. Wunderschön. Nur mal als Vergleich. So, ich meine, ich habe ja gesehen, was ich jetzt gezogen habe vorhin durch die Box. Das ist dann halt mein Pool gewesen. Genau. Auch nicht wundern. Ne. Es gibt dazu noch. Ich zeige das jetzt mal einmal ganz schnell. Dann können wir das abhaken. Es gibt dazu auch noch mal hier. Ach, guck mal, die ist auch in Gold. Oh, das ist ja Das hätte ich nicht praktisch. gedacht. Wir haben ja gedacht, dass es blau ist, wegen Obelisk, und ich hätte ja mal Genau. gehabt, das ist ja Gold. Es gibt hier noch mal so eine, okay, Case oder so kann man das nennen, ne? So halt noch mal dazu hier und da ist noch mal so eine Kannst du aber Anleitung. rausholen sonst. Tja, aber machen wir ja auch für den Ja, Alter. Mann, da hast du recht. Kann auch erstmal hier bleiben, die Boxen, bis du so halt umgezogen bist. Ja. Ist ja bald so. Das ist geil. So, guck mal, Geil, wir haben geil. natürlich auch noch mal hier Ich habe auch mal vor nachgeguckt hier. Ich so habe Oversleeves. Die gehen ca. 10 Euro zum Beispiel. Die Oh. gehen knapp 15 bis 20 Euro. Krass. Allein das ist schon ganz Normale geil. Sleeves. Ich würde die aber nie benutzen, bin ich ehrlich. Ja, sealed lassen, safe. Und hier Dieses nochmal schicke natürlich Case. auch, wer das letzte Video gesehen hat, Ja. nochmal mit Yu-Gi-Oh! Ich nenne es jetzt einfach mal Print, ist eingestanzt oder eingelassen. Gravur. Gravur ist das Ja. Richtige. Aus Kunststoff Ja. oder aus Glas? Wahrscheinlich Kunststoff, ne? Das ist Bilderskunststoff, ja, das ist Ja. so ein Aber die Dinger sind aus Metall Hartkunststoff. hier, die Schrauben, das ist schon mal Die ganz Schrauben gut. sind aus Metall, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Alles andere wäre eine Verarsche. Ansonsten, ja, Pack mal wieder rein, Alter. es ist schön. Das ist halt echt schön zu Genau, haben, ne? da noch zu. Hier drin ist auch nochmal eine extra Sleeve. Ich weiß, sind sogar zwei, so mäßig Double Sleeve. Ja, Sieht für mich so aus. oder so eine übergelappte. Ja. Auf jeden Fall ist geil, dass dabei ist. Also Guck geil, dass mal. du hier über das gezogen hast. Freut mich echt. Ja, Bei finde ich. Ra, glaube ich, so der Least Favorite von beiden gewesen. Obwohl ich eigentlich Ra am coolsten finde von allen Göttern, aber jetzt in diesem Set hier gesehen, weiß ich nicht. Ja, es ist finanziell am besten, ne? Muss man Ja. wirklich sagen. Also er kostet nicht so viel, aber er schon mal auf zweiten Platz. Ja. Also Slifer ist auch cool, aber hätte ich mich nicht so gefreut. So, ich packe ihn erstmal nach oben, weil wir haben natürlich jetzt die 5. Und So, wir machen das wie beim letzten Mal. Gewinner Die kriegt drei. höchste, genau, der Gewinner kriegt oben, Mitte, unten. Genau. Ganz einfach gemacht. So, wir stellen ihn kurz mal beiseite. Okay, good luck. Ah, ich krieg zwei. Mal gucken, vielleicht krieg ich auch noch eins. Nein, Oh mein Gott. das ist ganz klar. So, du kriegst jetzt Na, wer weiß, vielleicht siehst du die 1. Ulti an. Hier ist die Zwei. Mitte und hier ist unten. Ich Ganz würde sagen, kurz. du beginnst.
Ja. Hier ist uns auch nochmal eine Schere. Ich weiß nicht, ob du die brauchtest. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir beide brauchen die. So, und wir hoffen natürlich auf richtig dicke Puls. Auf jeden Fall. Obwohl, soll ich einmal versuchen, die so aufzumachen? Hier ist ja die Lasche. Ich könnte scheiß drauf. Ich versuch's. Oh, nee, doch nicht. Scheiß drauf. Schneid die auf. Ich hab gesehen, ja, ja, ich weiß. Aber es ist nun mal. Wir können die auch oben mal abknicken, dann wissen wir, dass es. Ready ist. Yes. Ready to opening. Oh, ich bin irgendwie aufgeregt. Ja, Mann, ich auch. Das ist halt so ein Set, das macht man halt echt nur einmal auf pro Person, wohlgemerkt. Ja. Das haben wir das zweite Mal hier auf dem Kanal gemacht und das war das letzte Mal wahrscheinlich. Ja, also ich hol's mir auch nicht nochmal ran, ne? Dafür ist es auch. Es ist nicht günstig, ne? Halt mal ein bisschen gerade, genau. Ja, so. Ich habe ja schon mal gezogen. Ja. Ist okay, kann man ist machen. Schön. Neutronenblitz, sehr geil. Auch geil. Kommt um Glamagi heute. Das haben wir doch nicht gezogen, wir haben einen anderen gezogen. Das ist das, Stimmt. Es gab den Schwertkämpfer-Level irgendwas und den Magier-Level irgendwas. Das ist der Magier. Du musst wieder gerade. So, ich muss mal hinsetzen. Ja, sonst sitze ich doch mal mit Digger hier. Ja. Komm, also. Ja. Falls ihr euch wundert, warum das Video auch wieder so lang dauert, wir nehmen uns bei dem Set Zeit. Ja. Wenn es euch zu lang ist, ihr könnt gerne wegschalten. Also, oder durchskippen. Ja. Aber kommentiert gerne und gebt ein Like und ein Abonnement, das wäre nicht verkehrt. Grabwächterkarte, die würde ich sogar gerne mit dir tauschen. Hübsch. Du weißt ja noch, was dunkle Magie ist. Falls du sie nicht ziehst, ne? Ich weiß schon, welche ich haben wollen würde. Oh mein Gott, der dunkle Magie! Ich danke dir! Oh mein Gott! First Pack Magic, Leute! Oh mein Gott, auf die habe ich mich noch mehr gefreut als auf die Promo. Ja, wir haben auch gehofft, dass wir die ziehen, weil er hat halt eine Magier Collection und das ist schon mal das A und O. Und du kannst ja nochmal die in Ultra Rare ziehen, ne? Also, ja. Das ist schon mal. Oh mein Gott. Wie geil ist, ey, die sieht auch echt wild aus. Zeig mal, ich habe sie noch gar nicht in der Hand. Nimm sie mal hier. Alter, ich bin neidisch, ich bin echt neidisch. Also. Uff. Mit Abstand die. Doch, das ist die coolste Ulti, die man ziehen kann, finde ich. Mit dem und Schleppchen Phoenix-Modus. Das ist halt. Oh mein Gott. Und ich habe hier gerade Kartmarke geöffnet am PC. Gibt, ja, 30 bis 50 Euro. Aber vom Wert ist scheißegal, weil die behält der Brunnerberg. Das ist geil, Digga. Die musst du zum Grading schicken, wenn es soweit ist. Toploader. Mach klar, ich packe erstmal beiseite. Okay. Mach erstmal auf. Normal. Also Leute, ich bin wirklich gehypt. Das Ding ist, es könnte noch mehr drin sein. Ja, ich zeig mal dir ein Bild, Alter. Das ist doch viel zu schade. Oh mein Gott. Lucky Hand, Bruder. Ich liebe dich. Gerne geschehen. Ich liebe dich. Stell dir mal vor, wir hätten später bestellt, weißt du? Sagen wir einen Tag später bestellt. Wir haben genau richtig gemacht. Wir haben genau richtig gemacht, im richtigen Zeitpunkt. Plus, du hast sogar noch Rabatt bekommen. Ja. Bruder, ich freue mich. Ich freue mich, die auch gezogen zu haben. Weil das ist. Yes. Boah, ich bin ganz kurz noch, Leute, sorry, ich muss mich auch nochmal genau angucken. Alter, das sieht auch gut aus vom Sampling. Ja, Sampling ist optimal, Alter. Schicke ich rein. Die schickst auf jeden Fall. Ja, Digga, die das wird eine Safe 9, safe, 100%ig. So eingepackt, ich glaube, ich hau die in die Waschmaschine. Ja, es gibt eine Backstory zur Waschmaschine, sollen wir die erzählen? Nein. Nee? Ja, gut, tut halt weh. War schuld von seiner Mutti. Nein, von allen dreien, Rosi. Wer war der dritte nochmal? Ich angeblich, deine Mutti und. Ich. Ah ja, stimmt, du auch. Das war geil. Pegasus sagt hallo. Er zieht die geilsten Comments, Alter. Du hast schon gewonnen, wenn wir ein Battle draus gemacht hätten. Wo ich froh bin, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, Mann. Boah, Alter. Stehst du immer noch? Halt sie mal gerade. Ja, das lief mal nicht. Ja, ich bin immer noch. Ja, das war gerade. Es ging gerade alles so schnell. Ja. Hätte nicht erwartet, dass es vom ersten Pack direkt hier Big Bauer Hit kommt. Aber der Rest ist halt geschenkt, ne? Also, du hast da vom Wert alles drin, Alter. 100 Euro, die ist dies alleine, dann die Obelisk-Karte und danach der dunkle Mark hier. Und die Dings auch noch, ne? Den Karten. Den Kartenholder, genau. Ja. Und natürlich die Comments, die haben auch seinen eigenen Wert, ne? So ca. 50 bis 1 Euro vielleicht in der Regel. Bam. Dann einmal die schicke Karte. Oh, die sieht auch so geil aus. Komm nochmal Blue Eyes. Diese Rarity ist so geil. Oh, Blue Eyes, Bruder. Ah, dunkler Magier in der Rarity. Einfach Boss. Gandora, der Drache der Zerstörung. Oh mein Gott, Wiedergeburt. Haben wir die gezogen? Nee, ne? Nee. Boah, oh Alter. Gott. Das ist halt die perfekte Karte auch für das die Rarity. Ist die beste. Das ist so schön. Eine schöne Karte. Halt sie bloß gerade rein, Mann. Ich wollte es
Da kann die Lostart-Promo auch wegstecken, weil diese das Foiling ist halt. Ich hoffe, man sieht das gut hier. Das ist so schön. Das ist, Leute, Alter, Wahnsinn, verliebt. Wahnsinn. Auch ein Granny-Kandidat meiner Meinung nach. Also ganz ehrlich. Ja. Coole Karte, auch so eine, ja, von Pegasus, eine neue Support-Karte, so relativ neu. Und jetzt kommt die erste Ultra Rare. Okay. Ist okay. Das ist stark. Also, das ist eine coole Karte, die habe ich auch beim ersten Mal so gezogen, beim ersten Pack. Das ist gut. Aber Leute, wir haben ja noch 4 Ultras. Nee, 3. Das war jetzt das zweite Pack. Ja. Boah, ich bin noch gleich fertig. Das geht immer so schnell. Ja. Die müssen wir im Display raushauen. Das und dann teilen wir uns eins. Ohne Witz würde ich sofort machen. Ja, Mann. Das ist. Und wenn es eine Quadrilliarde Euro kostet. Quadrilliarde. Normal, Bro. Jetzt will mir noch eine Uli ziehen, ne? Das wäre ein Error. Das wäre. Ich würde heute anfangen, Lotto zu spielen. Ab heute. Und süchtig werden bis zum Ende. Glücksspiele können süchtig machen. Ja. Dazu gehört auch Yu-Gi-Oh!, auch wenn es streng gesehen auch kein Glücksspiel ist. Weil man davon was bekommt. So schöne Karten wie diese hier. Ins Grab hinabziehen, wie auch immer. Ja, irgendwo geht's hin ins Grab. Die haben wir auch auf jeden Fall gezogen. Die ist aber schick. Ich mag die Karte. Ja. Die haben wir auch. Wichtig. Die haben wir auch. Super. Nee, es ist so. Doch, Polymerisation. Ja, ne? Im Anime Artwork. Ja, gut, nee, super Polymer, ja, die andere. Ich finde die auch irgendwie cooler als das richtige Artwork, was wir im TCG haben. Aber die haben wir jetzt auch mittlerweile bekommen im TCG, aber halt recht spät. Ich finde das Skorpionmonster auch so geil. Das Millenniumsauge da. Das ist cool, ja. Das passt perfekt. Und eine Zauberkarte. Oh. Okay. Obelisk mit der Faust, passt, Alter. Passt perfekt. Passt perfekt hier, ne? Jungs, Mädels, divers. Guckt euch das an. Was denn, Bruno? Warum hast du gerade so ein bisschen gelacht? Muss noch mal ein bisschen Zeit, wie heißt denn das? In der Neuzeit eigentlich. Nee, mir fällt das Wort nicht ein. Yeah. Zeitgetreu, getreu, wie auch immer. Komm, lass einmal. Wir tauschen einmal. Das ist, ja, alles andere ist halt echt von viel, ne? Egal, wir ziehen noch mehr. Guck mal, so, ich hab noch Zeug. So. Ich bin so neidisch, Bro. Ich sag, wie es ist. Du durftest dabei sein. Ich bin auch froh, den gezogen zu haben. Ich wollte gerade sagen. Das ist sogar das Mindeste. Alter. So, geht nass. Oh, Goldsack, oh fuck, Digga, er zieht alle Karten, die passen. Geh mal her. Oh, geil, das ist auch so ein ägyptisches Viech, Alter. Ja, ist ein Mensch. Ja, Mensch, Monsterviech. Viech, Monster, Mensch. Das ist deine eigene Spezies. Oh mein Gott. Zuckerli, Alter. Oh mein Gott. Er zieht aber die besten Karten. Toon World oder Toon Inhaltsverzeichnis, ist eins von beiden. War saugeile Karte. Der Bruder ist auch Pegasus. Oh mein Gott, Leute. Mir wird gerade schlecht, Leute. Weil ich einfach geschockt bin, was er da zieht, Bro. Oh, geil. Ich muss auch sagen, irgendwie hitten die Comments mehr als die Ultra Rares, oder? Mhm. Aber ey, die kannst du gerne mit mir betauschen, wenn du willst. Irgendwas Magiemädchen. Habe ich mir auch gerade eben gedacht. Ja, ne? Das wäre fair. Oh. Leute, auch einmal kurz nochmal, weil es so schön hell ist. Es ist so hübsch. Das Gute ist, man kann dieses Set nicht oft öffnen, weil da gibt es halt nicht so viele Karten. Ja, man sieht sich sehr schnell satt. So, danke, das wollte ich sagen, Alter. So, mein letztes Päckchen. Ich bin auch echt baff, Digga. Ich bin auch fertig mit der Welt. Heute war eh schon ein guter Tag, einer von den wenigen. Stimmt, heute war ein richtig guter Tag für dich, Mann. Und? Für mich aber auch. Heute war die Arbeit echt entspannt. Ja. Mein Barber hatte sofort Zeit für mich. Weil du wie gezogen hast, fahre ich dich auch heute hin. Aber ich hole dich nicht ab. Ist in Ordnung. Ne? Das ist sehr korrekt, Digga. Ich hau den ab. Ich liebe dich. So, scheiße, Victor. Okay. Coole Karte. Ja. Finde ich vom Artwork. Artwerk. Artwerk. Immer so einführen, ob jetzt. Oh, Exodia Obliterate, Alter. Holy shit. Schöne Karte. Guck, Alter. Guckt euch das an. By the way, in der YCS neulich, irgendwo in Amerika, glaube ich, war das. Hat jemand mit Exodia ist da weitergekommen, hat viele Wins geholt mit dem Exodia Deck. In der jetzigen Meta, das ist echt wild. Gut, okay. Kann man nehmen, will ich auch abtauschen, wenn du willst. Auch cool. Es sind so coole Karten. Die kennen wir auch gar nicht, ne? Nee. Das sind noch so OTG Exclusives, meine ich. Und jetzt? Ich bin der Meinung, kommt jetzt die letzte. Bitte eine Monsterkarte, bitte sei es doch. Ah, oh, schade. Aber. Geil, das ist die, die ich in Ulti gezogen habe. Oh mein Gott. Die sieht auch böse aus. Auch in Ultra Rare. Heilige Mutter Maria, Alter. Also es ist wirklich Obelisk. Sehr viele Karten für den Obelisken. Es passte perfekt. Das hat es auch dafür gemacht, ey. Das einfach, ich schlief die sogar noch selbst ein. Oh, geil. Also Leute. Also ich hol mal die geilsten Hits hier raus quasi. Auch mal Obelisk.
Mal zeigen, wie viel Obeliske der da drin war. Kannst du gucken. Nee, ich meine hier, so. Die da drin sind. Achso, da, die hier, ja, ja. Warte, die ist auch. Oh, fuck, warte. Boah, ja, der geht auch raus. Ja, gar nicht. Auch. Ja. Ja, die ist auch geil. Die ist auch hübsch, ja. Also ganz ehrlich, oder sind wir uns beide einig, das sind so die, klar, die Ultra Rares ist klar. Auch Nostalgie-Hits, ne? Also wir gehen jetzt nicht davon aus, das sind die geilsten Karten der Welt. So, ja, ja, aber genau, klar. Es sind nostalgische Hits, so, die, mit denen wir auch zum Teil was verbinden. Und optisch natürlich, guckt euch das an. Ich mein, guckt euch das Pegasus Bossmaster an, Alter. Wiedergeburt, ikonisch wie E und D, immer spielstark. Polymerisation ist immer noch eine Karte, die man ab und zu mal spielen kann, im Branded zum Beispiel. Goldsack gefangen, Alter. Was soll man dazu sagen? Eben. Thun. Alles von Thun ist Killer. Und ja. Ich bin froh, dass du gezogen hast. Jetzt können wir dieses Magiemädchen tauschen. Ja, aber das Magiemädchen haben. Ich will unbedingt das Viech hier haben. Das wäre gut. So, liebe Leute. Jungs. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video so gefallen wie uns. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert gern, wie ihr es fandet. Für die Länge, ganz ehrlich, können wir nichts, weil wir genießen das Set viel zu sehr. Da kann man nicht durchrushen. Ich entschuldige auch nicht dafür, weil wir genießen das Set. Genau. Für den Huni muss man das auch genießen. Auf jeden Fall. Dafür ist ja auch, sag ich mal, ich nenne es mal zu wenig drin von den Boostern. Ne? Ja, also, ja, sind 5 Booster, muss man irgendwie ein bisschen genießen. Und Leute, wir hoffen auch, dass ihr gut ins neue Jahr reingekommen seid. Ne? Auf jeden Fall. Ist ja eine Vorproduktion, aber die Vergangenheits-Brunos und Rosenbergs, die wünschen euch... Alles Liebe im neuen Jahr. Ja, genau. Macht nicht zu doll. Genießt das neue Jahr. Haltet die Vorsätze von euch ein, falls ihr euch welche gemacht habt. Auf jeden Fall. Und ja, schaut gerne nochmal auf unseren Kanal, falls ihr neu hier seid. Wir haben noch viele andere Videos. Und ich würde sagen, reingehauen und wiederschauen. Wir sagen danke.